Test, Test, 1, 2. So, hallo, ich möchte euch mal wieder ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Und zwar, wir sind jetzt zum 10. Tag hier in Gokyo. Das ist in der Everest Region auf ca. 4700 irgendwas, also knapp unter 4800 Meter. Wir haben jetzt diese 10 Tage genutzt, um uns an die Höhe zu gewöhnen, also um zu akklimatisieren. Ihr seht, hier ist alles ziemlich neblig. Früh kommt manchmal die Sonne raus, aber es ist trotzdem immer noch Monsunzeit. Die soll Mitte September aufhören. Und ja, wir haben derweil ein paar 5500er bestiegen. Ein knapp unter 5,5, ein bisschen über 5,5. Einer davon war der Gokyo-ri, der hier direkt neben Gokyo ist. Ja, wir haben während der Zeit hier in Gokyo auch schon ein paar schöne Shots gemacht. Allerdings sind das alles nur so Vorbereitungsshots, die quasi den Anfang des Films darstellen sollen. Also zum Beispiel Jos, der gerade Yoga am See macht, weil er hat sich ja die Achillesferse verletzt und deswegen muss er die ganze Zeit ein bisschen sportlich aktiv sein, um die zu dehnen und leicht zu belasten. Und andere schöne Naturshots, aber die Hauptarbeit wird ab morgen folgen oder übermorgen, wenn wir über den Renjula, über den 5400 Meter hohen Pass laufen und dann endlich ins Basecamp kommen, endlich nach gefühlten 3 Wochen rumlaufen, rumwandern. Jetzt wird's interessant. Bald wird's interessant. Ab morgen geht's richtig los. Quasi, das ist erst der Anfang. Und manche wissen es wahrscheinlich. Wir sind hier schon über der Baumgrenze, das heißt, man kann hier nicht mit Holz schüren. Also man könnte schon, man müsste es aber quasi erst herbringen. Und das Ding ist, das wird ziemlich teuer. So, das Geile ist, dass man mit getrocknetem Yak-Dung hier schüren kann. Wenn man erstmal den Ofen brennen hat, dann kann man das Zeug drauf machen. Und dann ist es ohne Probleme, hält das warm. Es stinkt auch nicht sehr, es riecht ein bisschen so nach Kartoffeln. Und ja, deswegen wird hier ganz viel Yak-Dung gesammelt. Und das Geile ist, das will ich euch nicht vorenthalten, wir haben hier so ein Yak-Dung-Trockenfeld quasi entdeckt. Da bin ich auch schon. Wir werden quasi die Yak-Dung-Flatschen einfach auf die Steine geklatscht und wenn die Sonne drauf knallt, dann wird das Ganze schön trocken, kann eingesammelt werden, eingetütet werden und mit nach Hause genommen werden. So, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Das hier hinter mir ist alles Yak-Dung. Also der Abfall vom Yak, was da einfach hinten rausfällt. Ja. Ich gehe nochmal an die Seite, dass ihr das volle Ausmaß dieser coolen Yak-Trockenanlage sehen könnt. Und das Krasse ist, wenn ich rieche, man riecht es ein bisschen, aber es ist kein Vergleich zu irgendwelchen Bauernhöfen oder gedüngten Feldern in Deutschland. Das ist wirklich abgefahren. Also hier seht ihr es nochmal, die ganzen Steine sind hier voller Dung. Und gut, jetzt ist es alles ein bisschen feucht, aber wenn hier die Sonne drauf knallt, dann wird alles super schnell trocken. Und das wird alles von solchen Häufen, von solchen Haufen wie diesem hier quasi abgekratzt, zu einem Fladen verarbeitet und dann auf den Fels geklatscht. Falls euch das Video gefallen hat oder ihr es irgendwie interessant fandet, dann würden wir uns natürlich über ein Abo freuen oder einen Like oder schaut einfach bei uns auf der Webseite vorbei www.unddasisterstderanfang.de. Wir sehen uns, bis dann.